Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren Let's Play Civilization 6. Und wir spielen als Paris, beziehungsweise als Frankreich. Wir heißen, oh, ich habe schon wieder Katharina de Medici. Ah, Medici, ja, kennt man vielleicht aus Assassin's Creed. Und wir versuchen gerade hier unsere Insel ein wenig zu bevölkern, zu begeben oder so. So, Kultursieg führen wir, wir führen Religionssieg. Wir sind auf dem vierten Platz bei Herrschaft, ja. Was auch immer Herrschaftssieg bedeutet. Okay, wieso kann man da führen? Wissenschaft sind wir ziemlich scheiße derzeit. Okay, was soll's. Macht gar nichts. Geht hier eigentlich F9 noch? Ne, F9 ist Zivilopädie jetzt. Okay. Ich weiß gar nicht, was wir hier gekriegt haben. Wir suchen jetzt auf jeden Fall den. Der Typ hat gar keine Bewegungspunkte mehr. Na gut, Bauarbeiter, geh erstmal in die City. Das ist mein Vorhaben an dich. Gegebenenfalls bauen wir hier unten mal den Reis ab. Der gibt nämlich ein bisschen mehr noch als das Wheat und dann haben wir ein bisschen mehr Fressen hier. So. Hat der auch schon nichts mehr? Hat der noch Action Points? Nein, hat er nicht. Niemand hat mehr Action Points. Gibt's ja nicht. Ja, dann sollten wir den jetzt auf jeden Fall killen. Ich hoffe, er tötet ihn, weil dann kriegen wir einen Bonus auf Bogenschießen. Ja, nice. Zack. Das ist geil, wenn man die Eurycast schon aus den Streams kennt. Da kennt man schon mit so ein bisschen sich aus. Ja, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich hier ein bisschen ins Late Game irgendwas kenne. Also ich kenne vielleicht so die ersten 80 Züge oder sowas, die ich mal so einem Livestream gesehen habe und in so einem Let's Play. Und wir werden uns jetzt hier mal ganz gediegen den Speer vornehmen, ey. Da kriege ich jetzt hier mal richtig eingeklatscht, ey. So, der Homeboy muss jetzt diesen Speer versuchen zu catchen. Und dabei kann ihm auf jeden Fall dieser Speer helfen. Wir werden uns jetzt so ein bisschen geschickt positionieren, dass hier möglichst keine Barbaren davon mehr spawnen können und dann einen Siedler zu bauen. Der Homeboy, der wird auf jeden Fall mal versuchen, den Reis da unten abzubauen, damit wir Franzosen auch ein bisschen Chinafraß machen können. Eventuell uns so ein paar Kröten in Reisblättern oder in Reisrollen, also quasi Kröten-Sushi reinziehen können. Das wird alles schon laufen irgendwie. Wir machen mal nächste Runde. In 9 Runden ist unser Campus fertig. Dann sind wir auch vielleicht ein bisschen intelligenter, was unsere Zivilisation angeht. So, da kommen wir nicht hin. Dann gehen wir mal in diese Richtung. Jetzt verlieren wir hier oben die ganze Vision. Das ist natürlich auch wieder dumm. Wir gehen dahin, nehmen die gute Burg, wollte ich schon sagen, das Barbarenlager ein, feuern auf die. Und ja, gewinnen damit sozusagen hier jetzt erstmal so ein bisschen die Überhand, werden mit dem uns hier platzieren, dass wir irgendwie so ein Vision haben. Und mit ihm versuchen wir ihn zu töten und uns dann irgendwo auch zu platzieren. Und mit dem Speer werden wir dann, oder mit dem Speer werden wir uns hier platzieren, mit dem Krieger werden wir uns wieder auf den Hügel zurückziehen, sollten wir jetzt gleich die Runde hier haben. Ja, das ist auf jeden Fall die richtige Vision, die wir brauchen. Das ist nice, dann könnte derzeit nur da einer spawnen. So, er wird. Ah, ne, das geht nicht. Einheit benötigt Befehle. Er kann auf jeden Fall zurückkommen. Er kann sich auf jeden Fall mal dahin bewegen. Die Einheit kann uns. Ah, jetzt haben wir hier Handwerkskunst und Bewässerung gekriegt. Sehr gut, das wollte ich nämlich hören hier. Bewässerung wollte ich haben, dass wir das als nächstes dann erforschen können. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich denke mal, Handwerkskunst sollten wir erst machen. Switchen also unsere Ausrichtung. Die investierte Kultur sollte allerdings jetzt auch nicht verschwinden in einem anderen Pfad, ja. Das lohnt sich jetzt einfach nur mehr. Wir haben jetzt aber alle drei Sachen aufgebraucht von unserem Bauarbeiter und deswegen. Komm, er platziert sich da. Er wird uns da. Vielleicht sollten wir uns da platzieren. Oder hier. Hier ist, glaube ich, besser gewesen, ne?
Er wird sich hier auf jeden Fall schon mal verschanzen und hoffen, dass der Typ uns reinläuft. Er läuft hier hin und deckt quasi diese Felder alle auf. Er bleibt hier unten stehen, guardet das quasi. So, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie weit er gucken kann. Ist mir jetzt auch erstmal relativ lax. Auf jeden Fall sollten wir jetzt die ganze Insel bis auf da oben im Blick haben. Und, ja, so ist perfekt, glaube ich. Also so können wir ihn stehen lassen. Und haben immer noch alles im Blick. Also kann er erstmal kein Barbarendorf mehr spawnen. Und das ist ja schon mal relativ wichtig, muss ich sagen, weil das nervt mich gerade tierisch. Ah, perfekt. Er läuft uns rein. Wir klatschen ihn um. Damit er uns hier gar nicht mehr nervt. Er gegebenenfalls irgendwelche Sachen klaut. Das muss ja nicht sein. Derzeit könnte da wieder was spawnen. Boah, nee, er verschanzt sich hier erstmal. Er verschanzt sich auch. Und in Paris wachsen wir gleich. Das ist ganz gut, weil wenn wir wachsen, dann können wir einen Siedler bauen. Also dann. Große Schiffe fahren weit. Ja, okay, also. Jetzt haben wir hier gerade wieder ein paar Sachen. Mal gucken. Ah, da wäre es eklig, wenn da was spawnt. Das ist ziemlich dicht dran. Dann würde ich es besser finden, wenn da was spawnt. Müssen wir gegebenenfalls nochmal gucken. Wir gehen auf Bewässerung, um uns ein Luxusgut abzubauen. Nämlich Tee. Oh Gott, wir brauchen so viel. Wirklich, wir brauchen so viel gerade. Das ist echt schwer, sich da zu entscheiden. Also wir brauchen auf jeden Fall wieder einen Bauarbeiter, um unsere Annehmlichkeiten hier ein bisschen zu pushen. Aber das ist noch null, ist noch alles gut. Wir haben 4 von 7 Wohnraum, ist auch noch alles gut. Das passt auf jeden Fall richtig nice. Wie sieht's aus mit den Bürgern? Wir haben richtig viel, ja, wir haben richtig gut Nahrung. Derzeit Wachstumsrate auf jeden Fall richtig gut. 8 Runden noch, das heißt, wir wachsen quasi direkt und können dann Siedler bauen. Das passt auch ziemlich nice. Also, ja, passt perfekt, ey. So, was haben wir denn hier noch? Na, da werde werd ich voll geswemmt. So. Mal, guck mal, jetzt gibt es noch ein Feld, quasi drei Felder auf der ganzen Insel, auf der irgendwas spawnen kann. Ich würde fast behaupten, wenn man ihn hier hinzieht und ihn dafür hier hin, gibt es noch ein einziges Feld, auf dem was spawnen kann. Okay, das ist ziemlich berechenbar. Ist okay, damit kann ich leben. Ah, so, wir haben neue Karten gekriegt. Handwerkskunst. Und da finde ich Produktion bei Siedlern relativ nice. Haben wir das schon? Doppelte Erfahrung, Produktion Nah- und Fernkampfeinheiten, Produktion in allen Städten. Ne, haben wir nicht. Na, dann schade. Aber wir müssen hier jetzt mal eine neue Ausrichtung erforschen, auf jeden Fall. Frühes Reich wollten wir machen. Genau, hier gibt es nämlich Produktion für Siedler. Das kriegen wir nicht so schnell hin. Das kriegen wir wirklich nicht schnell hin. Auf 8. Haben wir schon 8? Ja, wir sind gerade bei 4. Das ist natürlich relativ wenig Bevölkerung und wir werden jetzt auch nicht so schnell wachsen, dass das so geht. Militär. Wir wollen dahin, also wir müssen die beiden nehmen. Also nehmen wir Frühes Reich, weil wir wollen dahin, um die Politiken hier freizuschalten. Und das heißt, wir müssen die beiden eh machen. Ja. Und ihr baut einen Bezirk, kriegen wir dann den Eureka. Das sollte dann ganz gut passen, auf jeden Fall auch mit der allgemeinen. Ja, ne, hier. Verschanzen. Verschanzen. Nächste Runde. Mit dem Timings. Perfekt hier. Sieht man irgendwo die Erfahrungs. Würde mich tatsächlich ein. Da ist sie. 9 von 15. Was sagt er hier? 18 von 45. Und er? 17, okay, alles klar. Und er? Ja, wir können jetzt auch tatsächlich Schiffe bauen, aber ich bin auch schon wieder so ein Vollmongo, ey. Warum habe ich das erforscht, wenn ich noch überhaupt keinen Hafen habe? Ich kann auch keinen Hafen bauen derzeit, ja? Hafen kommt erst wann anders. Ich bin auch so ein Vollhorst. Aber wirklich, tut mir leid, das ist richtig dumm von mir. Hier kann man einen Hafen bauen.
Oh, das hätte ich überhaupt nicht erforschen müssen. Ne? Wirklich nicht. Das war ein bisschen dumm. Da hätten wir lieber andere Sachen machen können. Aber wie gesagt, man muss da viel lernen in Civ 6. Es ist vieles anders. Aber gut, macht eigentlich auch gar nichts. So, jetzt ist die Frage, könnten wir gegebenenfalls Handwerker kaufen? Könnten wir? Dann sparen wir uns auf jeden Fall. Was machen wir? Einfach. Wir haben genug Income derzeit und ich möchte gerne Tee, Luxusressource haben. Handwerker ist auf jeden Fall richtig nice. So. Ja, verschanzt sich auch, weil, ne, wir müssen hier ein bisschen die Kontrolle über die Insel bewahren. Wichtigstes Ziel, unsere Insel. Ha. Hier im Süden wird nicht mehr viel sein. Also wir sind ziemlich südlich der Karte. Ich denke mal, hier kommt dann nur noch das Polarmeer. Gegebenenfalls ist hier dann direkt Wasser. Wir werden auf jeden Fall viele kleine Inseln, glaube ich, haben auf der Map. Ist okay für mich, also stört mich nicht. Ist ein bisschen schwieriger zu spielen vielleicht als andere Maps, weil man halt echt viel auf See sein muss. Ja, komm, laber mich nicht dicht. Habe ich immer keinen Bock drauf. Ha? Ich finde einige Zitate richtig witzig. Andere Zitate wiederum nicht. So. Ja, also wir könnten jetzt Bogenschießen machen, macht aber überhaupt keinen Sinn, weil wir brauchen keinen Bogenschützen derzeit. Sind nicht im Krieg nix. Astrologie wäre geil, Bronzeverarbeitung wäre auch nice für Eisenressource. Gerade jetzt, wenn wir siedeln wollen, um uns gegebenenfalls nochmal umzuentscheiden, ist es vielleicht nicht so falsch. Außerdem Speerkämpfer, gar nicht so falsch. Aber Astrologie wäre auch geil. Naturwunder werden wir nicht finden, bedeutet, wir müssen es sowieso erforschen. Ich denke mal, Bronzeverarbeitung scheißen wir drauf. Wir gehen jetzt erstmal hier rauf. Astrologie. So. Kann man mit ihm bauen? Ja, kann man. Zack. Und da haben wir Tee. Ja. Müsste jetzt hier oben gleich auftauchen. Oder taucht es nicht mehr auf? Vielleicht auch erst in der nächsten Runde. Wir werden jetzt auf jeden Fall ein Eureka bekommen für errichtet einen Bezirk. Da ist es schon, ja. Oder ist kein Eureka, sondern hier ist eine Inspiration für Kultur. Bei der Errichtung eines Bezirks ist klar geworden, wie wichtig feste Zuweitung von Armen für solche Projekte ist. Entwicklung, Ausrichtung, Staatsdienertum hat Fortschritte gemacht. Das heißt, wir haben. Staatsdienertum ist das zweite, was hier wichtig ist, ja. Können wir sozusagen in 8 Runden dann erforschen. Das ist ziemlich, ziemlich wichtig für die nächsten Politiken. Und schauen wir mal kurz, wir könnten jetzt hier hängende Gärten bauen. Nice Wunder, wir könnten eine Bibliothek bauen, um ja, um es direkt hier mal ein bisschen zu pushen. Aber das brauchen wir, glaube ich, gar nicht, ja. Wir brauchen, vielleicht aber doch. Wir brauchen also definitiv kein Orakel derzeit. Orakel ist geil, aber wir können keine 55 Runden investen. Ich wollte einen Siedler bauen. Das war mein Plan. Das werden wir auch tun, ne? Um sozusagen das nächste anzugehen. Wir werden mal gucken, dass wir gegebenenfalls ein bisschen mehr Production reinballern. Hier unten haben wir das rausnehmen. Ah, nee, Quatsch. Genau. Brauchen wir trotzdem 2 Runden, aber der Siedler braucht. Ah, das wird erst nächste Runde berechnet. Na, ist egal. Wir gerade mal ein bisschen rausgenommen. Okay, ja, hier können wir derzeit nichts abbauen, aber. Warte, wo ist Incense drauf? Ach, auf dem Ding ist Incense. Fuck. Das. Kostet 95. Ist vielleicht gar nicht so dumm, das zu tun. Krabben würden auch nur 95 kosten. Krabben ist, glaube ich, ein Stück geiler. Wir kaufen Krabben. Wobei, Kacke, das andere wäre schlau gewesen. Egal, wir bauen die Krabben ab. Bisschen mehr Kohle. Ah, Stonehenge wurde gebaut. Da ist einer auf jeden Fall drauf gerusht, ja. Bedeutet, wir brauchen gar nicht mehr drauf zu gehen. Wir erforschen es jetzt. Pech, aber wir brauchen sowieso eine heilige Stätte. Um uns große Dingspunkte zu sammeln, um eine Religion zu gründen. Und ja, wie gesagt, das sollte jetzt nicht unser größtes Ziel sein, ne? Sag ich mal so. Mein Oberhaupt, wir ziehen allmählich die Aufmerksamkeit der großen Ja, habe ich schon Gruppen. Je mehr verstanden. Spezialbezirke wir bauen,
desto eher motivieren wir spezialisierte, große Persönlichkeiten. Ja, sehr gut. Können wir gucken, wo bauen wir gerade Punkte? Wir bauen natürlich hier Punkte bei großer Wissenschaftler, müssten wir theoretisch was kriegen. Großer Wissenschaftler haben wir 2 Punkte. Alter Falter, da ist ein Spieler richtig am Uprage mit 24 Punkten. Der geht richtig steil. Ja, das ist schon krass, ey. Haben wir bei großer Prophet. Hat einer schon, 2 Spieler haben schon Heilige Städten gebaut. Ah, da gibt es auf jeden Fall richtig ab, ey. Großer Schriftsteller, wir müssen auf jeden Fall zusehen. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall mit Frankreich auf Kultursieg gehen müssen. Also bedeutet Zivilisation. Denkst du, wir müssen auf jeden Fall wahrscheinlich gar nicht so viele Städte bauen. Wir müssen uns wahrscheinlich auf den Ausbau der einzelnen Städte konzentrieren. Aber ich habe gelernt schon so ein bisschen, dass das Städtebauen gar nicht mehr so schlimm ist in Civ 6. Ja? Es gibt ja keine Zufriedenheit mehr, die irgendwie global über dein ganzes Reich sich erstreckt. Sondern es gibt nur noch Zufriedenheit, die sich quasi dann auf eine Stadt auswirkt. Das sind diese Annehmlichkeiten. Das könnte man sich hier mal auch mal angucken. Also wir haben ja jetzt... Können Sie es irgendwo sehen hier? Ressourcen. Reis, Vieh, Tee. Ein Tee. Das haben sie auf jeden Fall besser gemacht als in der Beta, ja. Stadtstatus, Bevölkerung 5, 8 Wohnraum, Wachstumsrate normal, Anlebigkeit 2 von 2, zufrieden, Kriegsmöglichkeit. Das ist auf jeden Fall richtig nice hier. Ah, vielleicht kann man es hier umbenennen. Nein, kann man nicht. Paris, hier kann man es auch nicht umbenennen. Schade. Ja, da sieht man, hat man mal richtig, was hier abgeht, ey. So, wodurch was kommt, ja. Monument 2, das ist eine richtig geile Übersicht, finde ich. Ja. Kenne ich auch noch nicht, ist neu. Annehmlichkeiten. Durch Luxusgüter ein. Durch Unterhaltung. Also, wie war das genau? Man brauchte eine Annehmlichkeit, brauchen die ersten 3 Bürger und 4 und 5 brauchen dann 2 oder war das erst ab 4? Das weiß ich gerade nicht mehr ganz genau. Aber wir kriegen ja jetzt hier auf jeden Fall noch die Krabben dazu. Alter, ich sehe es hier gerade jetzt mal in der Vorschau. Ihr seht es zum Glück nicht. Ich habe hier unten manchmal so Bildfehler. Das ist ein bisschen strange. Vielleicht kommt es durch meine schlechte Grafikkarte. Kann ich nicht ganz genau beurteilen. Wir haben jetzt, müsste ich hier gleich stehen. Also was mich ein bisschen stört, tatsächlich, wie, hat Krebs jetzt keine Annehmlichkeit gebracht, oder was? Ach was, Krabben sind nur eine Bonusressource, kein Luxusgut mehr. Oh, Alter, zu viel C5 gespielt. Stupidity, ey. Okay, also müssen wir jetzt warten, dass wir genug Geld haben, um uns Insets zu kaufen oder 8 Runden abwarten, bis die Stadt wächst. Denke mal, dass wir, die werden noch das Feld nehmen. Warten wir 8 Runden ab. Das kommt sowieso ganz... Ist völlig egal. Also Stadt wächst in 8 Runden, Siedler kommen in 8 Runden. Wir verlieren eine Bevölkerung, kriegen aber in 10 wieder eine neue dazu. Also sind wir nur 2 Runden quasi, dann noch 4 Bevölkerung wieder. Alles ideal, beziehungsweise vielleicht auch 3, weil wir dann natürlich ein bisschen Nahrung verlieren und dann langsamer wachsen. Aber das ist nicht so schlimm. Wir haben eine Handelsroute offen, habe ich gerade gesehen. Ist natürlich ärgerlich, dass wir mit niemandem handeln können und wir... generell auch noch keine Schiffe bauen können, bedeutet ohne Schiffe können wir auch mal heftig nirgendwo hinsehen. Kann ich da mit dem... Ja, guck mal, mit einem Händler könnte ich... Bauarbeiter könnte ich hier durch die Gegend schippern, aber sobald irgendwo ein Barbarenboot ist, ist der Bauarbeiter weg, ey, und der ist einfach too much Wurf. Und deswegen, verhole ich ihn jetzt wieder an Land, ey, und sag mir so, okay, alles klar, passt schon. Wir haben jetzt hier frühes Reich fertig, auf jeden Fall, denke ich mal. Blabla, Politik ändern. Wir kriegen jetzt Produktion in allen Städten ankurbeln. Ist auf jeden Fall verdammt wichtig. Produktion für Siedler ist aber derzeit geiler, weil wir jetzt deutlich weniger brauchen, um einen Siedler rauszubekommen. Und können uns jetzt eine Ausrichtung wählen. Ich denke mal, dass wir das auf jeden Fall nehmen werden, weil wir einfach die neuen Politiken brauchen. Ja, wir wollen diese hier haben, Autokratie, Oligarchie und klassische Republik. Das ist auf jeden Fall richtig oder verdammt wichtig. Oh, Quatsch. Ein Bewegungspunkt, da gehen wir dahin, dann können wir nächsten uns dahin bewegen. Da brauchen wir nicht ein dahin, zwei dahin, sondern brauchen wir wirklich nur ein. Beziehungsweise gegebenenfalls tatsächlich nur dahin ein. So. Wenn die Stadt da ein bisschen wächst, in 5 Runden wächst die Stadt, das ziemlich zügig, muss ich sagen. Bonusressource, wir sind derzeit recht gut, was Gold angeht, aber ich denke nicht, dass das Ding... Ne, es wird nicht abgebaut. Bedeutet, wir kriegen die 3 Gold auch nicht. Aber, ist auch nicht so wichtig, würde ich sagen. Hier heißt nämlich, Wissenschaft dabei ist auf jeden Fall wichtiger. Wir sind hier in der Produktion, ist auch gut. Aber ich denke mal, wenn ich das Ding rausnehme, nimmt er das. Dann wachsen wir in 8 Runden.
Das ändert sich nicht. Also zumindest sagt er mir das, dass es sich nicht ändert. Oh, ups. Also dann würde das nehmen, hätten wir weniger Produktion. Aber macht, glaube ich, nichts. Wir lassen es erstmal so. Wir gehen schon mal mit ihm dahin. So, nächste Runde. Okay, wir warten. Die 4 Runden warten wir. Da bezahlen wir jetzt keine, nicht viel Gold für. Schlafen, nächste Runde. Ja, also wir haben jetzt irgendwie schon 50 Runden hier gespielt. Und ja gut, sind auch schon fast 45 Minuten, muss ich sagen. Schade, schade. So, was geht hier? Der muss noch eine Runde skippen. Sieht man das irgendwo? Sieht man leider nicht, welches Feld er nimmt. Ja, perfekt. Dann können wir als nächstes ja direkt mal hier den Heiligen Bezirk bauen. Der hat auf jeden Fall auch was anderes. So, schon wieder gestört worden hier. Tut mir leid, aber ich hoffe, ihr konntet das lesen dann in der Zwischenzeit. Also, wir bekommen auf jeden Fall einen Typ, wenn ich eine Heiligstätte baue. Oder eine Lavra. Nee, Quatsch. Heiligstätte ersetzt durch Lavra. Was ist denn Lavra? Ach, ich glaube, es ist. Ach, Russland. Okay. Also, dann ein Naturwunder haben wir nicht. Glauben durch angehendes Bergland. Okay. Ja, toll. Da gehe ich ja das ist ja Gefühl überall gleich. Was das hier bedeutet, weiß ich nicht. So. Werden wir aber, glaube ich, als nächstes bauen, um auf Religion zu gehen. Beziehungsweise ich muss mal ganz kurz gucken. Also, gegebenenfalls, also Schiffsbau ist natürlich, oder astronomisches Navigation ist natürlich geil, aber ich will auf Unterhaltungsbezirk, was uns richtig Kultur bringt. Dass wir kulturellen Fortschritt bekommen. Das ist Wohnraum. Wo ist denn dieser scheiß Unterhaltungsbezirk? Ach, der gibt es ja wahrscheinlich hier nicht, ne? Der ist ja wahrscheinlich hier drin. Ja, hier ist er, habe ich schon gesehen. Hier, Drama und Dichtung. Theaterplatz. Ah. Bedeutet, wir müssen ein Wunder bauen. Kann man natürlich auf jeden Fall probieren, ein Wunder zu bauen, ne? Aber 36 Runden. 36 Runden, Alter. Das ist krass, Mann. Müssen wir mal gucken, ob man das mit ein bisschen Produktion pushen könnte. Wenn man da ein bisschen was ändert. Wenn man zum Beispiel diese beiden Felder reinnimmt. Anstelle von dem hier zum Beispiel. Ein Feld davon. Fehlt mir natürlich krass an Nahrung. Oder wenn man einfach das rausnimmt, 4 Nahrung weg. Dafür aber 2 Production mehr. Oder man macht da noch eine Mine rauf. Kann man natürlich machen. Ich müsste, glaube ich, sogar noch irgendwo einen Arbeiter rumschimmeln haben. Hier. Der hat noch eine Aufladung. Okay, dafür müssen wir Instanz bauen. Okay, aber ja. Alles nicht so einfach. Erstmal müssen wir eine Technologie auswählen, was wir jetzt erforschen wollen. Und ich bin ja auf jeden Fall fast dafür, dass wir auf Hafen gehen schon fast. Aber noch nicht ganz. Wir nehmen erstmal Bogenschießen das. Gucken wir uns die Weltrangliste an. Sind wir Zweiter, das ist auf jeden Fall gut. Kultur sind wir Zweiter, ist auch gut. Herrschaft ist mir scheißegal, Religion auch Zweiter. Das heißt, da sind wir, was Glauben angeht, auf jeden Fall gut dabei. Ja, der kann auch noch nichts machen. Die Stadt wächst in 2 Runden, also kann er mal den Turn skippen. Ja, so, würde ich sagen, ne? Nächste Runde. Ja, er skippt wieder den Turn, nächste Runde. Hoffen wir, dass sich die scheiß Stadt jetzt in die Richtung erweitert.
Hat sie das getan? Ich glaube nämlich nicht, ey. An den 0 Runden. Macht sie das jetzt? Weiß ich nicht. Wir haben auf jeden Fall einen Siedler. Der kann mal schön in die Richtung latschen hier. Der wird sich schön hier unten ansiedeln. Schön am Frischwasser. Direkt Incense drin. Tee drin. Reis drin. Alter, perfekt, ey. Perfekt. Eine Produktion, aber wir haben wenig Production hier. Wirklich, wirklich wenig. Also es wird keine Produktion statt. Das ist Kacke. Aber wir erreichen, wenn wir hier hingehen. Eins, zwei, drei, das Ding. Aber sehr spät, wenn wir hier hingehen. Aber hier haben wir dann. Nee, 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 wir nehmen das, glaube ich. Tee können wir nicht zerstören, wenn wir darauf siedeln, ist dumm. Also wir müssen hier siedeln. Haben dann leider wenig Produktion, weil das auch hart unnütze Felder sind hier. Aber egal, wir haben dadurch die ganzen Sachen. Scheiß auf Produktion. Produktion ist zwar verdammt wichtig, aber können wir vielleicht über Trade Routes regeln. So ein bisschen zumindest. Schauen wir uns noch dann aber an. So, wir gucken jetzt mal, was wir hier bauen. Was passiert, wenn wir. Also wir wählen jetzt hier erstmal Hängegärten aus, ja? Ach Kacke, da müsste ich ja ein Feld davon opfern. Ich würde natürlich wahrscheinlich das hier abnehmen, damit ich dann hier diesen anderen Bezirk hinsetzen kann. Aber da gucken wir uns mal an. Heilige Städte. Das ist okay. Ah, hier wäre geil, wegen Wald. Hier wäre gut wegen Wald. Da wird er. Würde auf jeden Fall was bekommen, ey. Hier würde er auch gehen wegen Wald. Hier hat er zwei Wälder. Hier wird tatsächlich für heilige Städte richtig nice. Plus 1 plus 1. Hier würde plus 2 Glauben kriegen. Also hier wäre eine richtig nice heilige Bezirk, ey. Was war die andere Überlegung? Wunder zu bauen? Nein, Mann. Heilige Städte. Dauert 23 Runden. Alter, das ist auch hart lang, Mann. So lange kann ich eigentlich nicht warten. Aber die Entscheidung treffen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen bis jetzt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao.